Wesley Sunderland. Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig. Bitte ich. Der Eisentyrann tötet uns. Es lebe doch nicht die Gerechtigkeit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Es wurde wieder jemand gehängt und wir müssen zu... Brüder und Schwestern! Erstmal hör mal zu. Wir zeigen diesen Schwarzkitteln. Gut, ich glaube, so langsam eskaliert die Situation ein bisschen. Hilfeschreie erstickt. Aber heute werden sie zuhören. Die Dämmerung naht. So, wir müssen jetzt zu unserem Chef und schauen, dass wir uns nicht erwischen lassen. Und das sind wir auch schon da. Ja, wir wollen den verkrüppelten Burek rein. Mal schauen, was es da so abgeht. Weil wir haben ja im letzten Part unsere Krähe nochmal tot aufgefunden. Mal schauen, was das so zu bedeuten hat. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt, zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt, nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Basso wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Basso ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert. Aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Besso wurde ja eigentlich, also gefangen genommen. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Das ist natürlich richtig uncool, dass sie jetzt Besso gefangen genommen haben. So, hier haben wir einmal die Botschaft, hier haben wir ein Licht. Die Damen lieben Männer in Uniform. Aber das ist zum Wie kann ich euch helfen? Licht machen wir auch schnell aus. Gut, also die ganze Situation hat sich jetzt ein bisschen verändert. Weil unser Kumpel jetzt weg ist. Aber wir schauen natürlich, dass wir die wieder zurückkriegen. Jupp, wir wollen wieder zurück nach Stone Market.
Und mal schauen, ob wir jetzt den Jacob finden. Der soll uns ja dann zu Besserfins lotsen und wir sollen dann den wieder befreien. Und da oben sind schon wieder böse Menschen. Können wir irgendwo hoch? Was ist nur aus dieser Stadt geworden? 86 Schritte in die Richtung. Oh Gott, das könnte länger dauern. Die Wachen sind, glaub ich, weg. Dann huschen wir hier mal ganz schnell rüber. Und da kommen sie auch schon wieder. Wir sind schon längst wieder weg. Gut. Ja, jetzt bewegen wir uns einfach ganz langsam in die Richtung. Vielleicht kommen wir irgendwo Nettes vorbei. Irgendwie würden wir auf die Dächer sicherer fühlen, aber... Da kommen wir momentan leider nicht hoch. Keine Wachen. Doch, da. Oh, jetzt meldet sie mein Handy zu Worte. Aber sind es hier jetzt gerade wenig. So, wie machen wir jetzt mit den Wachen? Oder sind es überhaupt Wachen? Ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass es keine sind. So, einfach da hoch. Gut, ist gut gegangen. Jetzt sind wir zumindest hier oben und jetzt können wir uns auch ganz schnell fortbewegen. Und dann sind wir auch gleich dran bei dem Typ. Oh ne, der ist auf der anderen Seite. Ah, wir können uns hier durchquetschen. Gut, aber das machen wir erst beim gleich, weil ich sehe gerade, da ist der Händler. Und das heißt, wir kaufen das ein. Jep, wir wollen da rein. Und ja, da kaufen wir jetzt am besten ein bisschen was ein, damit wir ein bisschen was am Vorrat haben. Das könnten wir auf jeden Fall stehlen. Naja. Kaufen wir erstmal ein bisschen was. Besucht Alfonsos Kleidung in Stone Market. Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt. Ach nee, das war ja der Nebenauftrag. Stimmt, wo war denn der Händler gerade wieder? Das habe ich jetzt glatt vergessen. Ich dachte, da war der Händler. Wo war denn der dann? Gute Frage. Das werden wir jetzt gleich mal kurz nachschauen. Vielleicht liegt der tatsächlich hier irgendwo auf dem Weg. Brauchen wir erstmal die Karte. Händler, nein, bitte nicht da drüben. Oh, wie weit weg. Oh, da ist die Stadt riesig. Gut, das ist unsere Hauptaufgabe. Das ist eine Nebenquest und das ist eine Nebenquest. Was ist da oben? Ah, das war die Königin der Bettler. So, gut, dann gehen wir erstmal hier wieder hoch. Aber ich habe doch da vor 10 Parts, ja, ich glaube vor 10 Parts muss es ungefähr gewesen sein, habe ich ja hier unglaublich lang gesucht, wie ich da durchkomme. Da bin ich echt nicht auf die Idee gekommen, dass wir hier durchschleichen können. Ja, tun wir den Balken auf Seite und dann geht's weiter. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Sie sind ja die verrückt. Stadt Was wird machen wir jetzt? Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Madame badet vermutlich in Troys Elixier. Gut, also die Menschen machen jetzt anscheinend immer so mit. Was hat man jetzt eigentlich hier gebracht, hier hochzuklettern? Nichts. Außer, dass sie wieder nicht weiß, wie ihr runterkommen soll. Ende ich als Rattenfutter.
Gut, dann müssen wir einen anderen Weg finden, wie man. Ne, da kommen wir auch nicht durch. Und dieses Schloss ist zu gut verschlossen. Es ist aus dieser Stadt geworden. Schleimen wir uns einfach hier mal ganz locker vorbei. Und. Hier ist auch keine Wache. Kommen momentan alles zu wenig vor an Wachen. Wo geht's denn da vorne hin? Es geht links und es geht rechts. Ist das? Kundenauftrag der Bankraub. Möchten wir den starten? Ja. Ich glaube, ein zweiter Auftrag, den will ich jetzt mal ganz schnell machen. Das ist der erste Nebenjob, was wir jetzt annehmen, glaube ich. Den machen wir jetzt einfach mal ganz, ganz schnell. Mal schauen, ob wir den vielleicht in dem Part nur fertig bringen, obwohl wir sind jetzt schon 12 Minuten, also ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir fangen zumindest mal mit dem an. Der Bankraub. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. Hoch da. Hoch, 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 hoch. Super. So, wir müssen jetzt die Bank überfallen. Na, Premium. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ich könnte weglaufen und den Müll flennen. Da oben steht einer. Oh, uncool. So, wie kommen wir jetzt da am besten rein? Den ganzen Tag rumstehen, mehr mache ich nicht. Nur rumstehen. Wenn das Spiel nicht so lecken wird, dann wäre das auch alles ein bisschen besser. Oh, Spiel! 6 Frames, ey, deck mich am Arsch. So, wir gehen jetzt erstmal hier hinten rum. Mit der Hoffnung, dass wir hier irgendwie reinkommen. Da vorne kommt schon wieder jemand. Diese verdammte Stadt. So, und Schloss knacken. Nein, nicht reinschauen. Knacken. Ja, genau. Eins hoch. Jetzt kommen wir rein. Jawohl. Und noch zwei. Noch eins. Tür. Öffne dich. Hey. Hier ist jemand durchgeschlüpft. Alarm! Shit. Da hast du recht. Mach dich bereit! Du da! Stehen bleiben! Oh Mann, ey. Warum habe ich die Scheißtür offen gelassen? Ja. Renn. Und so wie ich das Gefühl habe, sind hier überall Wachen. Ja. Nee, das. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Boah, wie viele Wachen hier sind. Und vor allem nicht zum Verstecken, keinen einzigen Schrank oder sowas. Ich bin bereit. Wie viele Wachen? Ja, vergiss es. Nee. Zurück zur Stadt, letzter Speicherpunkt. Machen wir mal letzter Speicherpunkt. Wie viele Wachen sind denn das? Oh mein Gott. Mach die Tür. Jawohl, die Tür ist hinter mir zu. Wie viele Wachen? Das wird verdammt schwer, hier durchzukommen. Ich werde so, krank, das spüre da ich. Ist auf jeden Fall eine Kamera. Ich hoffe nur, dass jeder schläft, weil sonst wird das sehr, sehr schwer werden, hier irgendwas zu erreichen. Das haben wir als mein Taschenuhr. Nehmen wir gleich mal mit. Ich habe auch richtig Angst vor dieser Kamera da vorne. Die Stadt geht vor die Hunde. Einfach mal fleißig einsammeln. Ich weiß nicht, wie ich die Kamera ausschalten soll. Das ist der Mega-Safe, so wie es ausschaut. Hä? Drüben? War da gerade jemand? Nein.
Jetzt sind die Schalter auch noch besetzt. Sieht so das Ende aus? Puh. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir das schaffen. Weil das ist wirklich nicht einfach. Ich probiere es jetzt mal, ob wir hier hochkommen und dann oben. Ich habe einen Zettel mit ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresorkombination sein? Das schmeckt aus. Und natürlich, die Wachen mussten sich auch nur bewegen. Oh Gott. Zumindest läuft er vorbei. Wo ist denn das Licht? Das ist da oben. Das bringt mir gar nichts. Frage ist, wo soll ich mich hier überall verstecken? Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas. Es sind viele, es sind richtig viele Menschen hier. Bitte biegt ab. Oh, geil. Natürlich, und der kommt hier lang. Was soll ich denn jetzt wieder machen? Kann hoch. Southry, der alte Direktor, soll kürzlich gestorben sein. Warte, es knapp. Wirklich? Schade, ich habe ihn immer gemocht. Er war deutlich nach... Hat sich da gerade jemand bewegt? Er hätte mich aus der Kasse bedient. Bitte, verschont mich! Ich habe eine Familie! Natürlich nicht. Sie hat es schon die ganze Zeit auf mich abgesehen. Verschont mich! Ich sterbe ohnehin bald! Schloss nicht auf. Jetzt? Warum haben denn die mich jetzt schon wieder gesehen? Ey, wie schwer. Komisch, dass die Wachen jetzt nicht alarmiert wurden. Und hier kann ich mich auf jeden Fall mal verstecken. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Dankeschön. Und hier drin ist der Schrank. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Nehmen wir dich mal mit. Dich da unten nehmen wir natürlich auch noch mit. Ein schöner Brief. Den lesen wir jetzt nochmal ganz kurz durch. Der Bankraub. Oh, toll, wir haben die Kombination gefunden. Das ging ziemlich schnell. 682. Gut, machen wir erstmal das Licht aus. Aber ich würde sagen, für den Part machen wir Schluss. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.